Ja, hallo und willkommen wieder bei Zelda. Ja, mit dem Auge der Wahrheit sind wir jetzt wieder im Goronendorf und können auch dank dem Auge gefahrlos zurück ans rettende Ufer, wollte ich sagen. An Land. So, und zacko. Und mit dem Auge der Wahrheit erwartet uns hier ein Geist. Tadadada. Punkt, Punkt, Punkt. Kann es denn sein? Kannst du mich wirklich sehen? Wenn dem so ist, dann folge mir. Ja. Ohne große Erklärung folgen wir jetzt einfach mal diesem Geist. Geist von einem Goronen, der ziemlich schnell unterwegs ist. Na komm, noch ein Stück. Wo kommt der denn her? Frechdachs. So. Diesmal nicht den Mist viel. Ach Gott, haben die Viecher hier Energie. So, macht Abgang. Ja, und jetzt, Chef. Jetzt geht's weiter. Okay. Also gehen auch wir weiter. Hoppla. Ah, da unten ist er. Und der Schneewolf ganz geblättet. Macht Abgang. Jetzt will ich aber doch noch schnell die Karte vom Tingle kaufen. Denn 20 Flocken müssten reichen. Nanu, grüne Kleidung, weiße Fee, bla 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 bla. Oh Herr, ja, ich möchte eine Karte kaufen. Tingle, Tingle, Kulu, Limpa. Ah, Glückspilz, Glückspilz, Karte. Pickherbia. Jetzt wissen wir auch, wie die Gegend hier heißt, nämlich Pickherbia. Jederzeit rein. Tingle, Tingle, Kulu, Limpa. Alles klar. So, hoffentlich habe ich meinen Kollegen hier nicht verloren. Nein, davon ist er noch. Überall heult's wieder vor lauter Schneewölfen, die mich sehr weit verfolgen. Was soll denn das? Da kommt so eins wieder her. Ja, sicher. Mhm, der führt uns also ziemlich weit in der Gegend umher. Also immer hinterher. Ich bräuchte mal eine Magieflasche. Bums. Oder ein Herz. Ah, wunderbar. So, was hat er denn jetzt vor, Chef? Hm? Oh, ist die Gegend hier schön, oder? Das haben sie richtig schön gemacht, finde ich. Und jetzt müssen wir ihm dort hoch folgen. Und wenn wir das Auge der Wahrheit abstellen, sehen wir nicht den genauen Weg der Sprossen in der Eiswand. Da müssen wir uns jetzt irgendwie merken. Also, ich kletter hoch, dann rechts, dann links, oder? Ist das links, ja? Und dann, was mache ich dann? Ah, ich kann das so schwer halten. Dann am besten wieder rechts. Also rechts, links, rechts. Wie komme ich darüber? Jeba! Was war das denn jetzt? Oh, Link, du bist so eine hohle Nuss, ehrlich. Komm, jetzt kletter darauf. Boah, gute Güte. So, wie war der Weg? Rechts, links, rechts, gell? Bam, 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 bam. So, rechts. Ey, rechts, nicht runter. Sag mal, was ist mit meinem Controller jetzt wieder los? So. Und jetzt links.
wieder rechts. Noch ein kleines Stück und wir haben es geschafft. Doch, endlich oben. So. Was ist mit euch los? In diesem Grab ruht ein großer Held der Goronen. Ich kam hierher, um ihnen ein Denkmal zu errichten. Doch jetzt blockiert Schneewehen den Weg und ich kann nicht mehr ins Dorf zurück. Hier gibt's einen Weg hoch, außer dieses Gekraxel. Aber noch schlimmer ist, dass mein Bruder zu Eis erstarrt ist. So wie es aussieht, wird mich auch dieses Schicksal erleiden. Oh, heißes Quellwasser, damit kann man alles auftauchen. Ja, danke für den Tipp. Aber wir sollen diesem Geist hier reinfolgen. Wahrscheinlich ist der Geist auch der Kriegergeist hier. Friedhof von Goronia. Hm. Ja, dürfen wir jetzt auch mit dir reden, oder? Was ist los? Der Geflügelte. Der Geflügelte? Den meint der Eule, ne? Sagte mir, dass der Sehende bald kommen würde. Und damit bin wohl ich gemeint mit dem Auge. Nun zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin Dharmani, der Dritte. In mir fließt das Blut vieler stolzer Krieger. Dharmani. Also der Goron-Chef aus dem Zelda Ocarina of Time hieß ja... Darunia, gell? Ja. Eine gewisse Ähnlichkeit. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja. Als ich noch lebte. Aber leider, jetzt bin ich tot. Ich machte mich in der Hoffnung, einen Dämon zu vertreiben zu können, zum Pickherbier. Aha. Doch dann erfasste mich dieser Schneesturm und stieß meinen Körper von der Klippe und nun bin ich hier unten. Wie ärgerlich. In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter dem Eis begraben wird. Zwar bin ich tot, doch findet meine Seele keine Ruhe. Der Geflügelte, ist so geil, sagte mir auch, dass du im Umgang mit Magie bewandert bist. Ich bitte dich, erwecke irgendwas zum Tor. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich um Folgendes. Heile meine Seele, egal wie, aber bitte tu es. Seelenheilung, das Lied kennen wir doch. Ich glaube, das haben wir vom alten Chinesen gekriegt, oder? Hymne der Zeit, Lied der Befreiung. Lied der Befreiung, klingt gut. Ja, das ist das Richtige. Welch lindernder Klang. Alle meine Sorgen schmelzen dahin in dem Fluss der Musik. Ach, wieder ein Meisterwerk von einem Abspann, finde ich. Meine unsterblichen Gefühle lasse ich bei dir. Meine Taten als Lebender sind auf meinem Grabstein geschrieben. Du solltest sie lesen. Ta-da-da-da! Und damit haben wir auch die Goronhaut erhalten. In dieser Maske wohnt der Geist eines stolzen Goronkriegers. Drücke C und die Goronhaut so schlüpfen. Drücke nochmal C, um sie wieder zurück zu verwandeln. Für das Wohl der Goronen, ich bitte dich um deine Hilfe. Die Goronenhaut, Leute. Und damit bin ich auch Dharmani, der Dritte. Der große Gorone. Leute, weiter geht's beim nächsten Mal mit Zelda. Seid gespannt. Bis denne.